Zur Enttäuschung des Gegners führt unter anderem die französische Division Mortier gleichzeitig mit dem Angriffsbeginn einen Vorstoß gegen Wollishofen. Währenddessen täuscht die Division Ménard einen Flussübergang beim Zusammenfluss von Aare und Limmat vor. Unter dem Schutz des Artilleriefeuers setzen die Boote der Franzosen über. In einer ersten Staffel werden 600 Infanteristen ans andere Limmatufer gebracht. Sie haben den Auftrag, die Übersetzstelle im Gebiet der später errichteten Schanzen zu sichern. Während die Boote weitere Truppen ans rechte Ufer bringen, errichten die Franzosen innerhalb zweier Stunden auch eine Schiffsbrücke. An einem Leitseil, das über den Fluss gespannt ist, bringen die französischen Pontoniere die Brückenpontons in Position, verankern sie und legen darüber die Brückenbohlen. Die Bewaffnung der Infanterie besteht aus Vorderladern mit aufgepflanztem Bajonett. Der Zündmechanismus ist kompliziert. Er besteht aus einem Feuerstein, der an einem Schlaghammer befestigt ist und beim Betätigen des Abzugs am Eisen Funken schlägt, die dann das Schwarzpulver entzünden. Da der Gewehrlauf nur vorne offen ist, müssen Ladung und Geschoss mit erheblichem Zeitaufwand von der Mündung her eingeführt werden. So lässt sich pro Gewehr nur etwa jede Minute ein Schuss abfeuern. Die Vorhut der Franzosen erreicht den Hartwald, wo das russische Grenadierbataillon Treublut ein Carré bildet. Unter dem heftigen Infanterie- und Artilleriefeuer der Franzosen weichen die russischen Grenadiere zurück. Sie werden von der französischen Infanterie im Kampf Mann gegen Mann vollständig aufgerieben. Nur wenige werden gefangen genommen. Gegen 6 Uhr früh erreicht die Spitze der Division Lorge das Kloster Fahr, wo man heute noch Aufzeichnungen des damaligen Propstes aufbewahrt. Das Kloster Fahr ist heute noch das, als was es im Jahre 1130 gestiftet wurde, ein Benediktinerinnenkloster. Die Gebäude sind die gleichen, die die französischen Truppen mit Artillerie beschossen und plünderten. Propst Hilarius Estermann liest aus diesen Aufzeichnungen seines Amtsvorgängers aus der Zeit um 1799 vor. Am Morgen um 5 Uhr kam der erste Kanonenschuss auf das Kloster. Von dem Donnerklang der Kanonen und dem Zittern des Gebäudes wachten alle, Stunden voll Furcht und Schrecken auf, sprangen halb angekleidet mit den Kleidern auf dem Arm, von einem Gang zum anderen, von einer Zelle zur anderen, nicht wissend, ob die Russen so diesseits der Limmat waren oder die Franken jenseits der Limmat den Angriff getan haben. So sind 3 Kugeln durch den Dachstuhl der Kirche, 3 durch der Mühle, 1 an die Mauer des Rekreationszimmers und 1 Haubitz in das Konvent bei der St. Anna-Kapelle, kurz 25 teils Haubitzen, teils Kanonenkugel wurden auf das Gebäude des Klosters geschossen und doch, o unendliche Güte Gottes, wurde niemand verletzt und nichts in Brand gesteckt. Einige Soldaten gingen in den Propsteikeller,
nahmen aus den Bünden, welche die Frauen dahin brachten, was ihnen gefiel, auch fanden sie das unter einem Fass verborgene Ziborium. Und in dem Parlatorium die halbe Kartei der Frauen, die Bestecke, in der Küche das im Kamin befindliche Fleisch, in dem Wirtshaus zerschlugen sie alle Kisten und Kasten, zerhaueten die Betten und nahmen Tisch, Bett und Kuschelzeug, kurz alles, was zu brauchen war, auch die Dienste in der Propstei und dem Wirtshaus wurden ihres Geldes und der Kleider beraubt. Da dieses Rauben von einigen geschah, da schlugen auch andere die Türe des Konventkellers auf, gingen hinein, ließen Wein hinaus, bis der Küfermeister dahin kam und ihnen gab. Um 9 Uhr steht das Gros der Division Lorge am rechten Limmatufer. Rasch rücken die Franzosen mit dem Gros über Engstringen und Hönk nach Zürich und mit weiteren Truppenteilen über den Weininger Pass nach Delikon, Affoltern und Schwammendingen vor. Um 11 Uhr haben die Franzosen die Anhöhen längs der Limmat von Unterengstringen bis Wipkingen besetzt. Am Tag darauf, am 26. September, vertreiben die Franzosen die Kaiserlichen aus der Stadt Zürich. Unmittelbar nach der Flussüberquerung schlagen die Franzosen Schneisen für die nachfolgenden Fuhrwerke in den Wald bei der Übersetzstelle. Zur Sicherung des Brückenkopfes von Unterengstringen beginnen sie mit dem Bau der Schanzen im Auenwald. Ich stehe hier nun auf einer dieser Schanzen, die sogenannten Unterengstringer Franzosenschanzen. 200 Jahre später sieht man hier noch genau, was für einen Zweck das diese erreichen mussten, nämlich den Schutz dieses Limmatüberganges. Wir sorgen heute, 1999, mit Planungsrichtlinien dafür, dass diese Anlage geschützt bleibt, sowohl im regionalen Richtplan des Kantons Zürich, aber auch im Natur- und Landschaftsplan der Gemeinde Unterengstringen ist diese Anlage geschützt. Damit haben wir erreicht, dass dieses historische Zeugnis auch unseren späteren Generationen erhalten bleibt. Nur eine Woche nach der Flussüberquerung beginnen die Franzosen mit dem Bau einer festen Pfahlbrücke über die Limmat. Das Bauholz müssen die Sägemühlen in Fahre und Dietikon zurüsten. Für den Bau der Schanzen wird mehrheitlich die einheimische Bevölkerung zum Frondienst herangezogen. Plünderungen wie im Kloster Fahr, Frondienste, Requisitionen, die Versorgung von Truppen und Verwundeten sowie die Bestattung der Toten belasteten viele Gemeinden in der Schweiz aufs Schwerste. Auch heute noch erinnern an vielen Orten, wie bei der Russenlinde in Oberengstringen, Massengräber an diese schreckliche Zeit. Im folgenden Winter herrschte Hungersnot und namenloses Elend. Und es sollte bis zum Friedensschluss von Lunéville im Februar 1801 dauern, bis die schweizerische Bevölkerung wieder aufatmen konnte. Der Flussübergang von Dietikon nach Unterengstringen und der Sieg der Franzosen über die kaiserlichen Truppen in der Schweiz machten die späteren Feldzüge Napoleons erst möglich. Die Siege Massenas über Korsakow an der Limmat und über Suwarow im Murtertal waren für die französische Geschichte so bedeutend, dass die Ortsnamen Dietikon und Murtertal zusammen mit den größten Schlachten der Franzosen auf dem Arc du Triomphe in Paris verewigt sind. Ein großer Teil der jungen Schweizer, die während der Franzosenzeit zwangsrekrutiert worden waren, ließen ihr Leben in der Kälte des russischen Winters. Viele davon im Jahre 1812 an der Beresina. Noch heute singen die Schulkinder von Unterengstringen das Beresina-Lied.